SRF bei den Leuten mit. Aus der Region, für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte. Psst! La 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 la. Vorne rechts hat es einen Geschwindigkeitsradar, gell? Oh, ein bisschen Säuferli. Ein bisschen Säuferli. Weißt du? Gehört zu den Rasen hier, der Woli. Grüezi miteinander. Schön, sind ihr dabei. Bei meinem nächsten Hüttenabenteuer. Wir besuchen 3 Hütten. Sind hier unterwegs und ich freue mich auf die Ruhe in den Bergen. Ich freue mich auf die Menschen, auf die Hüttenwärter und Hüttenwärterinnen. Hüttenwartinnen. Ah, egal. Und natürlich aufs Unterwegssein in den Bergen. Momentan regnet es noch. Aber es könnte gut sein, dass es morgen sogar recht weit runter schneit. Also dann ist Skifahren angesagt, statt Wandern. Und das ist eigentlich nicht so mies. Sind wir mal gespannt. Hi, Schönchen. So, ich schone mich noch ein bisschen. Es wird nämlich eine strenge Woche. Ich bin unterwegs im Val Roseg im Bündnerland. Kannst du das schnell anfangen? Ja. Und steh. Das ist für mich ein mega spezieller Ort, weil da bin ich im Sommer 20 mit dem Velo am zurückfahren gsi, mit der Familie draussen gsi. Ich bin ein bisschen vorausgefetzt, weil mit dem Kind bist du so langsam. Meine Frau gesagt, darf ich ein bisschen gehen? Bin ich da runtergefetzt. Es hat auch ein bisschen geregelt, ein Sommerabend, etwa am Sydney. Und dann fahre ich da durch. Ja, ja, du bist auch dabei gewesen. Dann bin ich wieder runtergefahren und habe links etwas wahrgenommen, was sich bewegt. Dann dachte ich, Reh, Hirsch oder irgendwas. Dann bin ich auf Klötz und schaue da rüber und ist ein Wolf da gestanden. Relativ nah? Ja, etwa 50 Meter. Ja, dann hast du Schwein gehabt. Hey, ich bin viel in dem Tal und habe nie einen Wolf gesehen. Ja, ich sage es, es ist ein riesiges Glück. Und dann habe ich angehalten, habe wirklich gerade das Nattel gezückt, habe gefilmt und dann ist er da drauf, böschig drauf, meine Knie haben geschlöttert. Ja, stell dir vor. Das war so ein geniales Erlebnis. Und dann ist er da in den Bäumen verschwunden und dann habe ich abgestellt und habe gesehen, ich habe erst gerade angestellt. Oha! Denken natürlich alle jetzt, ja, plaudern durch. Aber ich habe es dann wirklich im Jagdaufseher noch gemolden und er hat gesagt, ja, es kann gut sein, es hat einen rum gerade im Moment. Aber es ist mega Erlebnis. Das eine Nummer ist in dieser Zeit, habe ich gewusst, aber gesehen habe ich nie. Auch den Bär habe ich nie gesehen, obwohl er auch da im Tal ist. Man muss schon hure Glück haben. Ja, es ist wirklich. Es ist natürlich ein Tier auf so einer riesen Fläche. Ja. Das ist, dann gehen wir weiter. Müssen wir gehen? Ja, gut, dann sehen wir euch. Kommt. Tschüss. Und jetzt los zu meinem ersten Ziel, der Quatzhütte. Ihr könnt in dieser Sendung bei einem Wettbewerb mitmachen und Preise im Gesamtwert von 5'000 Franken gewinnen. Einfach anrufen auf 0901 544 911 für einen Franken 20 oder gratis mit dem Handy im Internet. Unter allen Teilnahmen verlosen wir 5 Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1'000 Franken. Ob sie gewonnen haben, erfahren Sie am Ende der Sendung auf srf.ch. Ich drücke euch die Daumen. Ja, gell. Vorne her, den hast du noch, gell? So. Jetzt holen wir da ein bisschen Portionen, ha? Ja, jetzt gibt's etwas. Na gut, Woli, dann hauen wir es weiter. Ich wünsche dir alles Gute da. Herzlichen Dank. Guten Tag. Merci vielmals, gell? Alles Gute. Ja. Habt ihr Sorge. Ciao. Gell? Tschüss. Ciao. Gestartet sind wir zu Pontresina. Von dort hat mich der Woli mit seiner Kutsche zum Hotel Roseg gebracht. Dann geht es zu Fuss, das Tal darauf, bis rauf zum See Lei da Vadrette. Nachher so richtig stotzig rauf zu der Quatzhütte. Wenn dir die Welt zu Füßen liegt, leck, ist es schön. Yeah.
geht es dann richtig auf. We are hiking in the rain. We are hiking in the rain. Dort oben im Schnee ist sie. Quatzhütte. Dort rauf müssen wir noch. Die wird geführt vom Hüttenwart Bar, Ursula und der Rudi Schranz. Sie sind im Winter und im Sommer dort oben. Und bewirtschaften die Hütte. Jungs, das da gerade, geht das noch unter Winter oder ist das Sommer? Oder wie sieht das so aus? Deine. Also ich würde sagen, es ist tiefster Dezember ist es. Tiefster Dezember ist es. Gehen wir! Journal hier. Wenn du jetzt hier kannst sitzen und das Maul zu hast und los ist, es ist still, wahnsinnig still. Und das hast du im Tal nie. Hast du einfach. Ich kann jetzt mal ein bisschen hören, man hört gar nicht. Und das ist das, was mich beeindruckt, wenn ich viel herstehe und einfach ein bisschen hören. Ja, wir tun das Plasma bereit, oder? Mhm. Die Rollen in der Hütte sind klar verteilt. Ja, Ursula schaut zu den Gästen. Ist es wegen uns? Haben wir etwas falsch gemacht? Oh, nein, nein, es ist rein sicherheitstechnisch. Okay. Der Rudi kocht. Wenn der Handywecker läutet, ist er in seinem Element. So, jetzt geht's los. Na gut, dann miteinander. Bitte. Das ist gut. Ja, wunderbar. Top, merci. Bei diesem schönen Wetter gibt es für Ursula Nummer 1. Ja, genau. Jetzt muss ich das schon probieren, wenn die Gäste vorziehen, dass ich dann da meinen Hang noch machen kann oder First Line ziehen. Das wäre schon noch so mein Ziel für heute. Und dann ist dann alles gut, das ist gut für das Gemüt und für die Stimmung. Und perfekt. Der bin ich gegangen, hä? Hey, Gäste. Adios. Meine Hang go einweihen. Gäste? Ja, First Line probieren. Genial, dass ich alle Sorgen vergesse. Das ist der Alltag im Tal. Oh. Am Rudi macht es nichts aus, dass er allein zurückbleibt. Wenn sie nicht raus kann, dann wird sie ein bisschen rumpelsorgen. Aber das ist gut so, ich will nur gehen. Mir ist lieber, wenn sie geht und zufrieden ist, weil sie wenn sie hier ist und will gehen, kann nicht. Es ist ja Hammer. Super schön Wetter. Verhältnisse sind auch gut. Auf First Line geht sie wahrscheinlich beim Abfahren auch noch aus. Das ist doch das ein geschenkter Tag. Alles perfekt. Juhu! Hallo!
Das ist eine Überraschung. Du kommst uns freiwillig entgegen. Ja, also wenn ihr schon gut auf seid. Hoi. Ja, gut. Ciao. Hoi, Ursula. Hoi. Willkommen. Danke vielmals. Gut. Wow. Dem haben wir nicht gerechnet. Ja, komm mal. Wir auch nicht mit euch, ehrlich gesagt. Jetzt bist du da den Stutzer abgekommen. Ja, ich sehe nicht zum Materialträger, wäre das vielleicht fast am schlauesten, oder? Das bringt am meisten. Danke vielmals, Ursula. Das ist sehr, sehr entlastend für uns. Ja, das ist doch gerne geschehen. Aber so vom Tempo her darf es gerne etwas schneller laufen. Wir haben vorher gerade so einen schönen Flow gehabt. Ja, ich will mir Mühe geben. Super. Keine Angst, wir haben unser Zeug natürlich selber aufgetragen. Jetzt haben wir lange gutes Wetter gehabt, gell? Die letzten zwei, drei Wochen, oder nicht? Ja, jetzt war es wirklich super eigentlich. Ja. Es hat auch noch nie wirklich so richtig runtergeschnitten. Aha. Einmal klappt es ein bisschen, aber nicht schlimm. Ja, und ausgerechnet, wenn ich da oben bin, ist das Wetter schlecht. Und zwar richtig schlecht. Der Regen wird immer stärker und der Stutz auch immer stutziger. Jetzt schießt der Burki an. Nicht mehr lustig. Voll nass geschifft und geschwitzt bis auf die Unterhose. Sau steigig. Und dann, wo ich wirklich nicht mehr mag. Glaubst du jetzt aber nicht, wie ich mich freue auf eine warme Stube im Fall? Bist du sicher? Ei. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch. Gell? Oh. Selten so gefreut auf eine warme Stube. Ja, sag mir den ja. So, herein spazieren. Ding dong, die ding ding dong. Ja, grüß dich. Sally. Ich bin flotschnass. Bist? Hallo Rudi. Ja, also da geschäftet wie am Morgen. Ich habe mich im Fall wirklich noch nie so auf eine warme Stube gefreut. Ja. Hey, bis auf die Unterhose nass. Ah. Aber sonst ist es gut gegangen. Ja, also ich bin konditionell schon an Grenzen gekommen. Sicher. Ich habe gedacht, ja, das schaffe ich schon. Ich glaube, jetzt sind wir alle froh, wenn wir irgendwo Kleider trocknen können. Ja, hast du ein grosses Feuer? Ja, Schnürchen aufgehängt. Super. Kleider trocknen. Sehr gern. Ja. Braucht viel Schnur. Und viel Feuer. Aufgewärmt und ausgeruht, wollte ich mich nach der Nacht ein bisschen nützlich machen. Jetzt hat man ein kleines System. Und zwar wäre das blaue Tüchle einfach für Trinkgläser, wo kein Fett drankommt, also Mineralgläser und Weingläser. Und für alles andere wäre das die rote Tüchle. Genau. Und was abgetrocknet hast, kannst du einfach da irgendwo herstellen, dann will ich es dir gerne verräumen. Super. Ist das gut? Dann nehme ich mal alles, was nicht fettig ist. Ist gut? Gut, wunderbar. Messer für mal. Viel Spaß. Alles, was nicht fettig ist. Ah, das da. Ja. Super. Das sind nur zwei Weingläser, die ersten. Das ist fett. Welche Tschöppli machst du im heutigen Leben am wenigsten gern, Rudi? Das da. Habe ich es bereit? Nein, nicht absolut. Abwaschen? Machst du am wenigsten gern? Nein. Nicht? Was? Also. Also was schweren Herzens ist, wenn du abwaschen musst, dann hast du eine Abwaschmaschine daneben. Die nicht tut. Du hast 40-50 Liter Hütte,
Und kannst den halben Sommer von Hand abwaschen. Das ist das, was weh tut. Ja, also die Wadi ist kaputt. Nein, die ist nicht kaputt, aber zu wenig Strom. Aha. Die Infrastruktur ist. Okay. Ja, aber jetzt damit. Ist... Ja, Cappuccino-Glas hat Petra. Oh. Cappuccino-Glas hat Petra, okay. Stromversorgung ist bei euch Solar. Ja, das ist nur Solar. Jetzt hat es gestern nicht gesonnet, heute hat es nicht viel gesonnet, das habt ihr ja gemerkt. Ja, haben wir ein bisschen gemerkt, dass es heute nicht so viel gesonnet hat. Aber das heisst, ihr habt zu wenig Fuß dann für so eine Maschine? Jawohl. Okay. Jawohl. Und ihr habt ja, darf man sagen, das Glück oder einfach die Freude momentan, dass eure Hütte bald ziemlich renoviert wird. Oder? Ja, die wird irgendwie... Was heisst renoviert? Also, weißt du, ein bisschen renoviert oder zünftig renoviert? Ich sage dem zünftig. Schön. Ja. Und da freut ihr euch sicher sehr drauf, oder? Ja, das ist die höchste Zeit. Schon? Ja. Und ist ja alles ein bisschen veraltet. Ja, es ist einfach, wenn du jetzt hier die Küche guckst, die ist vom Lebensmittelgesetz. Ah, sicher, gar nicht mehr Komfort. Ja, ja, das Zeug darfst du nicht mehr haben, Holz. Und die verschiedenen Materialien. Hygienebedingt. Ja, ja. Und da unten darfst du fast nicht gucken. Das ist. Okay. Ja, er guckt. Er guckt. Du darfst fast nicht gucken und die Kamera guckt. Ah, okay. Und nachher die WC-Anlage ist natürlich. Ja. Ja, das ist auch nicht mehr im heutigen Standard. Und nachher ist das ganze Haus ist nicht isoliert. Das ist Grund noch für den Sommer gebaut worden. Okay. Das Wintertourenzeug hat erst später angefangen. Also der Heiz ist eigentlich wie blöd da drin und es geht eigentlich alles. Ja, ja, wenn wir am 1. März kommen, der ist hier minus 5 bis minus 15 Grad unter Null. Und dann so die erste Nacht schlafen, das ist der kuschelig. Sehr kuschelig. Ja, ja. Ja, okay. Das heisst, ihr führt mit dem Öffeli eigentlich. Da hat es Anlauf und da hat es auch nochmal. Ja, einen. Richtig. Aber eben, das mag halt dann nicht gut. Das geht nicht durch. Immer am ersten Tag der Wintersaison hat Rudi Ärger mit dem Ofen. Wenn also es mal warm ist, dann geht das gut. Aber jetzt hat es zugelaufen. Jetzt hat es gut sein. Mal raus gucken, ob es Käme zieht, aber ich glaube, es tut. Noch nicht. Das ging zuerst mal zu führen. Das ist Horror. Ja, das geht ja schon, aber jetzt muss ich warten, bis die Brunnen ist. Da ist ein solcher Rauch, der darf nicht mehr rein. Das ist aber ein Käme kontrollieren, ob das gut ist. Aber ich glaube, jetzt sieht es besser aus. Ah, jetzt rechnet es. Also, der wirklich rundum Renovationsbedarf. Das wird ein recht anderes heute Leben. Ja, wir träumen ein bisschen davon. Schön. Das heisst, ihr bleibt dann ein paar Jahre da? Wir wetten gerne. Schön. Alles klappt. Woher hast du jetzt das heisse Wasser? Das ist mit dem Holzofen gemacht. Wirklich? Ja. Okay. Holzofen, da sind Schlangen drin, geht auf einen Boiler. Mhm.
Und dann geht es so. Okay. Warmes Wasser. Wow. Schön, das freut mich für euch. Ja. Dass da ein bisschen einfachere Zeiten kommen, wahrscheinlich, für das Winterleben. Ursula und Rudi beeindrucken mich echt. Das Arbeiten hier oben ist so mühsam, aber sie wirken zufrieden. Geht ihnen das Hüttenleben nie auf den Geist? Ich gehe dem mal ein bisschen auf den Grund. So, dann wollen wir auf die getane Arbeit noch ein Iva nehmen. Ein Iva? Das ist etwas, was ich neu kennengelernt habe hier oben. Ja. Das ist das eigene Bräu. Ja, das ist Schnaps, den wir selber machen mit einer Sorte von Schafgaben, die wir hier sammeln auf den Moränen. Oh, ja, ist so etwas zwischen Likör und Schnaps. Freust mich. Wie macht man das? Ist das ein langer Prozess? Oder? Ist jetzt kein Geheimnis. Genau. Das heimlich ist ein Betriebsgeheimnis. Das Wichtigste ist ja, dass er gut ist. Ja, das stimmt. Stimmt, eigentlich blöd. Man fragt nie nach dem Rezept. Manu? Dir hast du jetzt aber sehr wenig eingeschenkt und mir hast du gesagt, kommt richtig. Viva. 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 Viva mit dem Iva. Viva. Viva. Messen fünfmal. Danke euch, dass wir noch mal hier raufkommen dürfen. Ja, sehr gerne. Schön. Seid ihr gekommen, trotz diesen widrigen Umständen. Wow. Schmeckt. Gut. Super. Macht überhaupt nicht müde. Nein, hey, Ursula, Rudi, nach diesen 4 Monaten jetzt neigt sich langsam die Sommersaison zum Ende zu. Wie fühlt ihr euch? Wie geht es euch? Ganz ehrlich? Ja, also mir ist eine fast gleich, wenn jetzt langsam fertig ist. Müdigkeit um. Ja, einerseits Müdigkeit und andererseits vielleicht auch Zusammenspiel von jetzt läuft nicht mehr so viel und da habe ich das Gefühl, spürst du auch die Müdigkeit viel mehr. Mhm. Und wenn er zu viel läuft, ist auch gewisse Sachen musst du gleich. Ja, ich konnte wieder mein WC putzen oder so. Das tust du nicht viel. Egal, ob jetzt 2 Gäste da sind oder 40. Mhm. Das macht keinen großen Unterschied. Und ja, einer lieber, wenn viel läuft. Dann, ja, dann merkst du wirklich nicht, dass du eigentlich müde bist, oder? Ja, genau. Da bist du so eigentlich im Schuss drin, der geht etwas, du denkst, du hast gar nicht so groß nachher. Mhm. Also es ist das Lustige, dass ihr, wenn man so eine Hütte führt, muss man gerne unter Menschen sein. Das ist mal das eine. Aber gleichzeitig haben wir ja auch beide einen ganz grossen Drang nach Ruhe und Natur. Das kommen beides da oben eigentlich über, das kann man schon sagen. Ja, und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Challenge irgendwie. Einerseits, wie du sagst, ist wirklich Rush Hour im Hochsommer. Da hast du kaum Ruhepause, da redet man von 16, 18 Stunden Tag oder ein paar Tage hintereinander. Und andererseits gibt es dann wieder Tage, die sind vor allen Dingen im Winter, wo einfach keine Menschenseele rum ist. Oder einfach hier völlig allein im Schneesturm. Und irgendwie beides muss dir gefallen. Und ich glaube, das ist fast die grösste Challenge irgendwie. Mhm. Ja. Und Rudi, du hast jede Woche jetzt hier im Sommer oben auch Kontakt mit deinen Töchtern, ist das richtig? Ja. Es gibt sogar einen festen Tag, glaube ich, wo wir telefonieren. Das habe ich in der letzten Sendung gesehen. Ja, am Sonntag, wenn ich das hast du überzogen? Ja, ja. Und wie geht's denn? Ja, eigentlich gut. Mal. Sie sind ja beide beeinträchtigt und beide im Heim, ist das richtig? Ja, oder? Genau. Was hast du jetzt mit da gehabt? Servus. Na, ist fein gsi. Ja. Karamellköpfli. Oh, Karamellköpfli, fein. Aber ja, ne. Käse genommen. Hast du Käse genommen? Ja, das ist doch gut, dass du nächsten Sonntag mit telefonieren, hä? Ja, hat dich fest gern und mach's gut. Ja. Ja, tschüss, Sandy. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Wenn er in der Nebensaison unten im Tal ist, geht Rudi häufig seine Töchter besuchen. Sandra wohnt in Thun in einer Wohn- und Arbeitsgemeinschaft. So, hallo. Dann wünschen wir euch. Ja, merci vielmals. Ade zusammen. Ade. Hallo. Geht's gut? Hä?
dann wir das Plätze laufen. Hä? Jetzt hast du die Brücke frisch gemacht, jetzt kommen wir da oben drüber. Sandra ist eine von zwei Töchtern, die der Rudi aus erster Ehe hat. Seit der Kindheit leiden beide wegen einem Gendefekt an einer degenerativen Krankheit des Nervensystems. Die schränkt sie immer mehr ein und ist nicht heilbar. Sandra ist geistig nicht beeinträchtigt, kann aber wegen der Krankheit nicht mehr gut reden. Ich habe die Sendung gesehen und du von deinen Töchtern erzählt hast. Und eine Sandra, glaube ich, hat man auch gesehen. Richtig. Mhm. Ist das nie ein Thema gewesen? Sie sind ja beide im Rollstuhl, gell? Sie sind nicht mehr fähig zu laufen. Ja, wohl, richtig. Ist das nie eine Idee gewesen, oder so, dass sie mal da raufzufliegen, dass sie das mal sehen, was ihr da erlebt und lebt? Mal, das ist der Wunsch von ihnen vielleicht gar nicht da. Ich weiss es ja nicht. Mal, die Idee war schon, sie zu nehmen. Mhm. Aber einfach das Ganze wird extrem schwierig. Kompliziert, aufwendig? Jawohl. Okay. Aber mit dem Heli fliegen, das ist das kleinere Problem. Aber dann mit dem Rollstuhl hierher gekommen. Und dann sind die Türrahmen zum Teil zu wenig breit. Mhm. Und dann auf die Toilette zu gehen. Ja. Ja, das ist einfach... Also vor allem für einen längeren Aufenthalt wäre es gar nicht, ja, ja, nicht möglich. Ja, ja. Ja. Gut, vielleicht mit der Nähe heute, dann kann man dann ja, wieder frisch ist... über Bücher. Da kann man dann wieder schauen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und? Also ich würde sagen, dann lassen wir den Abend ausklingen. Bei einem weiteren Mini-Gagnon-Iva. Aber vorher verraten... Das ist schon leer, hä? Nein, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Was haben wir morgen für ein Programm? Ja, morgen, wenn es vom Wetter her geht, wäre es mega cool, wenn man da schon die ersten Saisonschlussarbeiten könnte in Angriff nehmen. Gut. Das? Noch weiteres? Ja, dann könnten wir uns so ein bisschen dem IWA-Geschichtli noch annehmen. Jetzt haben wir den Sommer ja Blüten gesammelt und die trocknet. Jetzt müssen wir die noch gerade wintersicher verräumen. Mhm. Und gleichzeitig kommt noch ein IWA aus der Produktion, da könnten wir den noch schön abfüllen. Ich könnte mir dann noch schön hinterher lehren. Dann könnte man noch schön hinterher lehren. Ja, mit dem fangen wir jetzt an und dann nehmen wir den Morgen den Rest abfüllen. Wunderbar. Nein, super, ich freue mich. Und danke vielmals, dass wir nochmal da sein durften und für eure Offenheit. Ja, merci vielmals. Schön, seid ihr gekommen. Viva, mit dem Iva. Viva. Viva. Besser sieht das nicht aus als gestern. Guten Morgen. Recht gut in der Nacht, he? Also im Flachland unten würde man jetzt sagen, ein wunderbarer Pyjama-Trainerhosen-Fernseh-Sofa-Tag. Schnapsbrennerei ist angesagt, oder? Ja, wenn wir dahinter, hinter den Schnaps. Sicher, sehr gerne. Gut, tipptopp. Ich bin jetzt, ich laufe die Rücke jetzt einfach hinten rein. Ist gut. Ja. Du sagst mir, was ich kann helfen. Jetzt müssen wir da auf dem Estrich. Soll ich es aufmachen, Mann? Ja, das wäre super. Ich glaube, dir geht es ein bisschen einfacher. Es kommt nicht einfach so. Sag mal, ich komme dir eine Leiter entgegen. Die Leiter müssen wir jetzt haben. Ja, vorsichtig, könntest du am Schnürli ziehen. Am Schnürli ziehen. Und dann kommt die da so schräg runter. Und dann willst du zuerst raufgehen? Soll ich rauf mal? Ja, ja. Jetzt könntest du gerade links da an dem Holzbalken, ja, so einen Sicherungsschalter. Da könntest du Licht machen. Soll ich dir da jetzt gerade etwas abreichen, oder? Ja, ich komme sonst auch gerade. Oder kommst du auch noch schnell rauf?
Ah, oh, schau jetzt, das sind die Blüten. Das weisse Gold. Die haben ihr gesammelt und da oben jetzt so ja. zum Trocknen ausgelegt. Das ganze Sommerteam hat auch ein bisschen geholfen, so Blüten zu sammeln. Haben das auch schon mal geraucht? Nein, also, ich kann nicht, aber wir müssen das mal probieren. Ja, ja, das wäre wichtig. Ja, nein, da sehe ich ganz, plötzlich ganz neue Tiere um die Hütte rum. Jetzt können wir gerade hier die Blüten abfüllen. Und dann haben wir schön getrennt, oder, die verschiedenen Erden. Gut. Kommen die noch häufig vor oder muss man die richtig suchen draussen? Nein. Also das kommt hier relativ häufig vor. Viel auf so Moränenkämm. Ja. Und mit der Zeit weißt du natürlich auch, wo es die, ich sage dann immer Hotspot. Genau. Wo so Hotspot hat, wo du quasi einfach kannst fast herlegen und einfach die Hände ausstrecken und sammeln noch gut. Wow. Und nicht lange musst suchen. Genau. Das wäre jetzt die Ware, die wir abnehmen müssen. Der da? Ja. Das ist gerade angeschrieben, wenn das wir dann angesetzt haben und nach welcher Rezeptur und so, wenn wir jetzt in letzter Zeit haben wir auch immer noch etwas probiert zu optimieren, haben immer wieder das Rezept verfeinert. Mhm. Also nehmen wir den Kübel runter und die zwei? Die bleiben hier. Die bleiben da. Ja. Vorsicht, schwer und wertvoll. Gut. Ist gut. Ja. Wunderbar, danke vielmals. Jetzt wäre die Idee, der Auftun. Vorsicht. Ich bin so kein Schnapstrinker, ich habe keine Ahnung, wie das entsteht. Was ist der erste Schritt von diesem Produkt? Blüten sammeln. Blüten sammeln. Ja. Und dann? Dann nehmen wir einen Grundschnaps. Ah, okay. Welle ist Betriebsgeheimnis. Jawohl. Wie bei allen guten Produkten. Und dann legen wir die Blüten in dem einlegen. Mhm. Und noch Zucker und Wasser dazu. Okay. Und dann reifen wir das reifen. Das gibt jetzt nicht wahnsinnig viele Flaschen. Ja, im Endeffekt sollte das etwa, je nachdem wie viele kleine das wir noch abfüllen, sollte das etwa so 4-5 Flaschen geben. Und das reicht nachher für wie lange? Kommt drauf an. Wie trinkfreudige Gäste. Was für Gruppen das kommen. Okay. Aber es hat schon gegeben, dass sie rausgeschossen waren. Das kann nicht passieren. Ja, das ist schon fast ein No-Go. Also okay. Es gibt so ein paar Sachen, die sagen nicht, das darf nicht ausgehen. Und Iva gehört da dazu. Da gehört auch dazu. Jetzt lernst du das hier. Ja, ich tue meistens zuerst die Blüten so ein bisschen abfischen. Okay. So. Und pressen. Und pressen, dass möglichst wenig Flüssigkeit verloren geht. In den Blüten bleibt und verloren geht. Soll ich das mal übernehmen für dich, oder? Ja, sehr gern. Bei der Heidi auf der Sage Fouret, weiss ich noch, die macht doch da den Lärchensirup. Aha. Ist schon cool, wenn er heute so irgendeine Spezialität vorweisen kann. Das ist bei euch ja der Iva. Ja, und das Schöne ist irgendwie auch, wenn du so ein ganz lokales Produkt hast. Die Pflanzen sind jetzt wirklich von hier. Ja. Wo eigentlich mehr lokales Produkt geht fast nicht mehr. Und er wird hier abgefüllt, er reift hier. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr dankbar. Ja. Ja, ich glaube, dann können wir langsam anfangen. Probieren mal mit lösen, sonst sind wir da ewig dran. Sonst, bevor es ausgeht, könnte man dann gerade hier die kleinen Geschenkfläschchen noch abfüllen. Zwei Stopp. Ja, jetzt kannst du langsam hören. Perfekt. Wunderbar. Das geht noch gut mit dem Schleifchen. Dann müssen wir dann einfach einen kurzen Prozess machen. So, ja. Schön. Dann wäre das dir. Dürftest du das mitnehmen? Im Ernst? Ja. Echt jetzt? Ja. Danke vielmals. Ja, merci vielmals. Weißt du, das ist zum Ablaufen jetzt in diesem Schneegestöber. Das ist das, weißt du, schön. Das wärmt doch von innen. Wunderbar. Muss ich schauen, dass wir es da vom Team nicht wegnehmen.
Dönle schaut schon ganz gierig. Danke vielmals für das Crashkürzli im IWA-Schnäpsle. Ja, sehr gerne geschehen. Merci dir vielmals. Super. Wir schauen jetzt mal, was das Wetter macht. Und dann gehen wir nämlich langsam wieder abwärts Richtung Pontresina. Ja, ja, ich glaube, aufhören zu kuten tut es heute nicht mehr. Wir gehen dann mal packen. Bis nachher. An etwas werde ich mich am heutigen Leben nie gewöhnen. Und zwar den Toilettengang. Du kommst aus der warmen, geheizten Hüttenstube. Und dann musst du aufs WC. Und da innen ist gefühlt 0 Grad. Die WC-Brille. Ja, die WC-Brille, die hat jetzt auch eine angenehm kühle Temperatur. Und ich glaube, egal ob du jetzt da noch mit WC-Papier ein bisschen abdecken oder nicht, der Moment vom Absitzen, der ist jedes Mal irgendwo durch eine Tortur. Eins, zwei, drei. Sei! Okay, jetzt kannst du die Kamera abstellen. So. Lieber Rudi. Ganz eine gute Zeit. Ja, was muss ich? Darf noch weiter? Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst. Danke viel mal. Wir haben uns wirklich wohlgefühlt bei euch. Und danke für abzuwaschen. Und ja, ich hoffe, es ist nicht, hast du nicht nachher noch mal müssen. Alles zusammen. He? Genau. Das Läschchen habe ich dabei. Super, dann grüßen Sie. Danke vielmals. Gute Zeit und einen guten Endspurt noch. Ja, merci vielmals. Schönen Tschüss. Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. So. Ab ins Schneegestöber. Aus dem Winter von Pontresina geht es weiter zu der nächsten Hütte, auf die Glattalphütte zu der Franziska. Die hat schon hinter sich, was die Gotzhütte noch vor sich hat, nämlich einen Totalumbau. Darum bin ich ganz besonders gespannt, wie das dort aussieht. Auf geht's! Pontresina aus fahren wir über den Julierpass, nachher am Wallensee entlang in Kanton Schweiz bis ins Muttertal. Von dort geht es bis ins Tal hinterher bis zum Glattalp-Gondoli. Wir sind in diesem Hochmoor hier, in dieser Ebene, ich glaube, Rotenturm, oder? Rotenturmer Moor, ich weiss es nicht. Oh, als Kind mussten wir immer spazieren hier. Genau, geschissen. Eltern hinten reingetrottet. Und davor haben wir dem Vater immer gesagt, jetzt musst du schnell fahren, weil das so eine geile Schwelle, die einem so richtig lupft. Achtung! Ja, das ist nicht mehr so wie früher. We'll be right back.
Jetzt habe ich gerade ein SMS bekommen von der Franzi. Von der Hütte oben runter. Bringst du das an? Und aufgrund von dem würde ich mal sagen, mache ich jetzt zuerst einen Tönniwechsel. Noch nicht Winterlake. Hallo zusammen! Hallo! Hallo zusammen! Ich will auch noch etwas zu tun haben, gell? Hoi, ich ziehe nachher die Maske an. Ich bin Manu. Mit Irene von der Seilbahn. Hoi Irene. Hoi. Du bist? Ich bin Jasmin, ich gehöre zum Team von SAC heute. Hoi Jasmin, freut mich. Cool. Ja, du bist Hüttenhilfe quasi. Ich bin Hüttenhilfe, genau. Sehr schön. Genau. Das muss rauf, Nachschub für Franzi. Genau. Hilf ich doch da ganz schnell. Masken anlegen. Also, dem Fall. Also. Schönen Abend. Dann steige ich gerade ein. He? Tschüss, Irene. Ciao, ciao. Tschüss, danke. So. Und du bist wie lange schon da dabei? Ich bin jetzt die zweite Saison, wo ich hier oben bin. Ja. Ich bin im 2018 schon mal da gewesen, die ganze Saison. Und jetzt eben dieses Jahr durfte ich wieder kommen. Ja. Genau. Hast du gerne in dem Fall? Ja, sehr gerne. Ja. Schön. Ja. Kommst du von wo kommst? Also wohnen tue ich in Luzern, aber ursprünglich bin ich von Graubünden. Ah, man hört es. Ja. Dann kommen wir jetzt gerade her. Ah ja, wir sind auch in der Hütte gewesen. Genau, ja. Gottshütte, Pontresina. Und Franzi, die Hüttenwartin von der Glattalp-Hütte, sie ist seit satten 15 Jahren hier oben. Das, was wir jetzt gerade machen, ist ihr Arbeitsweg mit dem Gondoli. Im Tal unten ist sie Kindergärtnerin und so ziemlich jeden freien Tag verbringt sie hier oben auf der Glattalp. Tschüss! Es ist eine richtige Vorfreude. Jetzt weißt du, jetzt gehst du hier über die Kuppe. Und nachher sehe ich mein Hütchen. Und nachher bin ich dort, wo ich am liebsten bin. Während Franziska im Tau war, hat die Hüttenhilfe Anina die Stellung gehalten. Hallo! Hallo! Hoi, hoi! So, voll bepackt. Ja? So, du! Hallo! Hi. So, hat es gut Abschluss gehabt? Hey, ja, es war noch etwas streng, aber jetzt ist es gut. Jetzt bin ich ja da. Unterstützung bekommt Franziska Gwerder auch von ihrem Partner, dem Krigo Kaufmann. Diesen beiden hat Glattalp heute Glück gebracht. Der Krigo ist am ersten Sommer in die Hütte gekommen. Und ja, hat eine Wanderung von Hütte zu Hütte gemacht. Und ist eigentlich, ja, unsere Hütte ist in seinem Plan gestanden. Und da ist er dem, schönen Tag, am 6. August ist er hierher gekommen. Haben wir so kennengelernt. Ja. Hängen geblieben. Ja, ich würde sagen, nicht nur ein bisschen. Ja. Ja. Wenn es viele Gäste hat und der Krigo hier ist zum Helfen, muss Anina aus dem Hüttenwartzimmer ausziehen. Die Hütte ist eng, es gibt kein eigenes Zimmer für die Helferinnen und Helfer. Das ist mein Bett, wenn ich auf der Estrig muss. Franzi hat mir das Schild extra geschrieben, weil meine Vorgängerin immer irgendwo liegen musste. Und sie hat gefunden, wenn ich schon da rauf muss, dann muss ich auch mein eigenes Plätzchen haben. Ein Badzimmer. V-Anzeige. Hey, guten Abend.
Mit den engen Verhältnissen ist jetzt ein Schluss. Der Bagger leistet Vorarbeit. Die Hütte wird komplett umgebaut. Ihr Gesicht behalten sie. Sie soll aber grösser und komfortabler werden. Ich bin richtig gespannt, wie die neue Hütte aussieht. Grüß dich! Hallo zusammen! Was für ein wunderbares Wetter! Kriegel, gell? Hoi, hoi, Franzi. Freut mich sehr. Gell? Aber jetzt gestern der erste Schnee, oder? Nein, wir haben im September schon mal, am 19. Ah, wirklich? Und jetzt hat es eigentlich erst in der Nacht, jetzt auf heute, hat es da. Ja. Ah, Kleid. Schön auf den Saisonschluss. Genau. Ja. Das gibt es auch bei dir? Ja, ja. Schon, oder? Am Herbst ist immer ein bisschen Wundertüte. Klar, klar. Genau. Schön. Ja. Hey, wir haben hier ein paar Sachen eingeladen. Hey, cool. Ja. Wir sollen mal schnell ausladen. Das nehme ich an, kommt auf den Kasten. Ja, nehmen wir gerade raus. Ja. Ja. Ah, ist das ja der Nachschub jetzt für die letzten Tage noch? Ja, am Schluss oder? Kann man schauen, dass nicht mehr zu viel da ist, dass nicht ablaufen. Eben, genau. Aber du kannst ja nicht einfach nichts rum haben. Ja, ist klar, ist klar. Und gleich willst du ja nicht mehr zu viel rum haben. Es ist immer ein bisschen... Eine Rechnerei. Ja. Das musst du halt sagen wegen der Verteilung, gell? Ja. Willst du gerne nutzt. Da hat der Kameramann sogar noch Platz, hey. Da freue ich mich. Der Kriegel hat mir versprochen, dass ich ein Stückchen selber fahren darf. Oh, das ist ja. Alles klar. Zum Start. Bei ihm alles Handgas. Genau. Genau. Daumen. Zum Start Schlüssel zweimal. Und so. Dann die Grünen. Nur der Grün? Jawohl. Dann läuft das. Das ist Tack, Tack, Tack. Fußbremse hat es, oder? Und ja, die da. Lange Zeit war schön. Das ist, wenn du auf Gas gehst, stoppt er relativ zügig. Ja, genau. Ja. Genau. Du gehst einfach auf den Vorderst, aufs L. Gut. Ready? Was machst du so? Schritttempo? Oder? Wissen, wie viel Gas geben wenn es dir gleich ist. Lassen wir den Chef an. Ist gut. Safety first. Dankeschön. So, geschafft. Haben Sie es geschafft? Ist so gegangen? Gott fahren ist einfach etwas Schönes. Sehr gut. Gut. Und darf ich einfach mal da außen ja. Sollen wir da sicher. Also, ein Rechnungsraum, das wäre jetzt das sehr hilfreich. Ja. Habt ihr? Sehr schön. Leider schon wieder nasse Kleider. Ja, was da innen. Oh, super. Wow. Und die Finken aussuchen. Sehr schön. Haben Sie so einen Rechnungsraum? Haben Sie vorher auch schon einen gehabt? Einfach... Nein, gar nicht. Nicht offiziell. Nein, die anderen haben wir auch keinen gehabt. Okay. Das ist jetzt auch frisch, ja. Alles klar. Ja.
Dann kannst du alles aufhängen und dann können wir nachher Zöpfchen schalten. Und dann ist morgen alles trocken. Wunderbar. Die Schuhe sind jetzt noch feucht. Das ist nicht von da, das ist immer noch von der Quatzhütte. Probieren wir mal die da. Ah, mit Schweizer Kreuzchen. Also, zeig mal die gute Stube. Ja. So, das ist die Gaststube. Eieiei. Viel grösser als vorher, hast du gesagt, gell? Ja, einfach der Teil dahinter ist grösser. Vorher haben wir einfach die zwei Räume gehabt. Ja. Mhm. Ja, genau. Aber da, viel heller. Und hier halt aufgemacht, das ist wahrscheinlich schmäler. Ja, das war eigentlich zu. Sogar genau. Zu? Ja. Ah, okay. Ja, genau. Wow. Sieht hammermäßig aus. Und es schmeckt nach Weihnachten. Ja. Wie kommt denn das? Sie sind drin am Gutzeln. Tatsächlich. Hallo zusammen. Hallo! Hoi, Sally! Hallo! Ich bin der Manu. Céline. Hoi, Céline. Hoi. Sally, hast du Mailhände? Nein, ja, keine Mailhände. Gut, wow! Vorarbeit ist das? Vorschaffen für Weihnachten? Sozusagen, gell? Ah, schön. Ja. Ist der Gebrauch nachher der Verzehr von diesen Gutschen für da denkt oder für den zum Heimnehmen? Nein, schon. Schon für da, he? Ja. Nein, das ist ja wahnsinnig. Also, solche Hütte habe ich noch nie gesehen. Wirklich nicht. Oh, dort hinten sind die Fertigen. Schau. Hinter dir. Du musst mal hinter dir schauen. Ich bin jetzt nicht so frech, ich nehme es gut. Ich nehme Trauben. Ist gut. Ich ziehe mich einen Moment zurück, um wieder etwas Trocknungs anzulegen. Der Schnee und die Kälte, das ist einfach nicht meins. Zum Glück ist sie dieser Hütte schön warm. White trash, beautiful. Trailer Park Queen. Ihr Lieben, eure Küchenhilfe ist hier. Oh, was willst du machen, Manu? Was hast du? Ein bisschen Gümmelschnetzeln. Gümmeler? Gümmel. Gümmel? Herdöpfel. Ja, gut. Oder ein bisschen Pilz, oder willst du ein bisschen Salat helfen, schnitzeln? Tuschka, ja, genau. Was muss die Münze? Möglichst klein. Ganz klein. Würfeln. Würfeln. Geschmeidig war, hä? Hast du das gesehen? Sorry. Jo, und Franzi, jetzt möchte ich gleich hören von dir mal. Ich weiss, es ist eine allgemeine Frage, aber was kannst du so sagen, was hat sich am markantesten verändert jetzt nach dem Umbau? Im Hüttenleben, hier oben? Eigentlich alles. Alles? Ja, nein, wir haben eine grössere Küche, wir haben viel mehr Gästezimmer, grössere Gaststube, einen Trocknungsraum, hast du schon gesehen. Ja. Mehr Licht. Mehr Licht. Viel mehr Licht, oder? Ja, es ist einfach sehr hell geworden, sehr viel freundlicher. Mhm. Ja, also man kann wirklich alles. Es ist in dem Sinn schon vereinfacht worden, das Arbeiten hier oben, oder? Ja, aber es gibt jetzt mehr zum Putzen. Das ist ja so. Es ist grösser geworden, es hat eben mehr Zimmer. Ja. Und ich werde vor allem recht überrannt. Sehr. Ja, es war super, ein super Sommer. Ja, trotz schlechtem Wetter oder durchgezogenen Sommer haben wir viele Gäste gehabt. Ja. Wahnsinn. Ja, genau. Geht's? Ja. Irgendwie geht's. Bitte. Hey, etwas Besonderes war ja immer die Schlafsituation, oder? Vorher. Was hat sich da für eure Hüttenhilfe verändert? Ja, wir haben jetzt ein eigenes Zimmer für uns. Wirklich für euch, ein kleines Stück Privatsphäre. Genau, so ist es. Ja. Also, wir sind schon als zwei drinnen, aber es ist doch angenehmer als vorher. Ja. Und kein Kuchen mehr auf dem Bett, gell? Genau, so ist es. Kein was heisst Kuchen? Was heisst Kuchen auf dem Bett? Ja, weißt du, vorher, also die Küche war ja viel kleiner, gell? Und nachher haben wir irgendwo Ablageflächen gebraucht. Und das Bett ist untertags nicht gebraucht worden. Und dann ist es halt als Ablagefläche für die Küche oder für die Küche gebraucht worden. Gibt's ja nicht.
Abend, bei Feierabend gönnen sich doch die meisten Gäste auch, oder auch heute Abend vielleicht manchmal noch ein Schnäpschen, ein Kräuterchen. Und ich habe euch etwas mitgebracht von den Quatzhütten. Oh. Und zwar möchte ich euch das als Danke überreichen, dass wir wieder zu euch kommen dürfen. Ein Iva-Schnaps. Sagt euch das etwas? Mir sagt das etwas. Dir sagt das etwas? Ja, hoffentlich gern. Also, Iva gibt es natürlich ganz verschiedene, aber okay. Ich habe schon eigentlich... Ich habe Sie hat mir das Rezept nicht verraten. Das macht ich keiner. Ich habe mich gefragt, genau. Ich musste auch noch runterträgen. Oh, das gibt Hack immer. Lieber als der schwere Schlaf. Lieber Iva als Schlaf. Ja. Schön. Dann gehen wir jetzt langsam liegen. Wir sind ein bisschen müde von der Reiserei heute. Ja, okay. Liebe Ursula, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich den feinen Schnaps weitergeschenkt habe. Bevor ich ins Bett gehe, wollte ich noch wissen, wie denn das neue Hüttenwartzimmer so aussieht. Rote Türe heisst immer Hüttenwart. Überall der ganzen Welt. Ah, wirklich? Ja, kannst du dich achten. Okay. Also, herein in die gute Stube. So. Ja. Da wird es der ein oder andere Hüttenwart geben, der neidisch ist. Ja, du. Ja, das ist aber wirklich. Nein, es ist gut. Und es ist auch wichtig, dass man sich irgendwo eine Viertelstunde zurückziehen kann und nicht immer halt Leute vor der Nase, sobald man zum Bett rauskommt. Das bringt sehr viel. Also, das merkt man eigentlich erst, wenn man es hat. Ja. Mega. Ja, oder einfach mit dem Bischi in der Nacht, weißt, kannst du aufs WC, ohne dass du immer einem schlafwandelnden Gast begegnest. Ist für uns auch sehr wertvoll, gell? Ja, sicher schon. Ja. Das mag ich euch gerne. Genau. Schön. Ja. Danke für den kleinen Einblick. Ja. Bis morgen in dem Fall. Bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Oha. Ich erlaube mir schnell, hä? Ja, ja. Aha. Herr und Frau Hüttenwart haben ein eigenes Bad, hä? Nicht schlecht. Ah, das ist gerade mein Kopf. Ich bin im Ortsstock. Der Ortsstock. Gute Nacht. Bis morgen. So. Gute Nacht. Ganz angenehm war. Schlafen auch nicht gut. Überhaupt ein dringhöriges Haus. Und eine warme Dusche. Aber begrenzt auf 3 Minuten. So lange nehme ich einen Jeton für warm Wasser. Aber es geht tipptopp. Es geht tipptopp. Weil da der Herbst ein bisschen durch ist, fangen wir jetzt ein bisschen einwintern. Okay, was hast du genau vor? Ja, ein paar Erbetchen. Die Wäscheleine muss runter, die braucht es nicht mehr. Ja. Und für den Trog müssen wir noch einen Stud anschrauben, dass man den sieht im Winter. Wir machen zuerst gerade den hier. Mit dem Brunnen, was hast du genau vor mit dem Brunnen? Da tun wir jetzt die Holz an, damit es weiter oben sichtbar ist, weil da oben haben wir ja bis 4 Meter Schnee oder so. Und wenn dann jemand im Winter oben mal ist, das Wasser läuft immer, aber er muss ja dann wissen, wo ist der Brunnen überhaupt. Und dann kann man das so... Quasi, dass er den Brunnen findet fürs Wasser, ja, weil die Hütte hat natürlich kein Wasser. Gut. 4 Meter Schnee?
Ja, wir sind auch schon mal da, wo es wirklich über 4 Meter geht. Das ist schon noch eindrücklich. Ja. Ehrenwort. Ja, ja. Da geht dann wirklich da bis über den Wegweiser rein. Und, ja. Das heisst, also mindestens dort da haust du jetzt auch noch. Machen wir zuerst mal den, dass wir da über das Dach reinkommen. Irgendwo. Ist es so, kann man den mal so ein bisschen dran haben. Wir jetzt mal da. Ja. Schwung. Hey, voilà. Schau dort. Machen wir den noch an. Ist das wenigstens ein Stück weit sichtbar, da, das Wasser? Ja, voilà. So. Wenn du sagst, wenn da meterweise Schnee liegt, der Weg von der Hütte hier, wenn sie sich selber freischaufeln, Gäste, oder? Es hat zwei Schneeschaufeln hier beim Eingang. Und es ist aber noch gut, auf dieser Westseite hat es eigentlich nie Schnee an der Hütte. Du kannst eigentlich hier immer ran. Das ist immer ausblasen. Hinter der Hütte hat es manchmal stachhoch Schnee. Dort wirbeln sie dann an, aber hier kannst du eigentlich rein. Und dann ja, hier ran musst du. Halt ein Weg schaufeln. Und hier ein Loch graben, ja. Bis du in dem Wasser unten bist, ja. Aber du, ja, die da raufgehen im Winter, das sind nicht gerade viele. Die wissen etwa Bescheid, wie es da. Sind die hartgesotten? Ja, eher, ja. Ja. Wohl. Vorne den Haken wieder haben und dann in der Mitte kannst du drehen. Der da? Jawohl. Genau. Gut, jetzt kannst du mal das eine abgeben. So. Gut. Das lässt du da. Der bleibt dran. Gut. Also, jetzt gehen wir noch hier ab zu unserer Kleinkläranlage, den Haken ablegen, dass der nicht zusammendrückt über den Winter. Also, dort geht die ganze Kacke hin. Jawohl. Ist das richtig? Richtig. Und nachher auf der Uni wird es gesammelt und geht nachher noch weiter das Tal ab, oder wie ist das? Nein, das ist eigentlich wirklich eine örtliche Kleinkläranlage, wo mit Bakterien wird das Zeug da hin und her pümpelt und es wird nachher geklärt wieder zurück zur Natur. Ah, wirklich? Ja. So, das wäre da der Haken, den hätte man im Sommer halt müssen tun. Das Vieh? Das Vieh da nicht, das sind ja nur Kunststoffdeckel, dass die da nicht rein trampen. Ah, okay. Und jetzt im Winter, wenn es da so 2-3 Meter Schnee hat, würde es halt die Hakenstüte umdrücken. Drücken. Und darum zieht man jetzt die eigentlich raus und legt es an. Einfach anlegen? Jawohl, genau. Den Draht lassen wir gerade dran, dann kann man das eigentlich mehr oder weniger wieder aufstellen nachher. Komm. Und dann ist für mich auch schon wieder Zeit, zum Adieu sagen. So. Ade! Ihr Lieben, tschüss zusammen. Was du drauf? Riegel, Manu, danke vielmals, wenn ich pudelwohl gefühlt. Schön, dass du da warst. Guten Abschluss noch. Ja. Oi. Ciao, tschüss, Jasmin. Ich muss schauen, Cornelia. Tschüss und Céline. Genau. Ja. Merci vielmals für das feine Essen und Gastfreundschaft. Danke. Hebt's gut. Danke. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Tschüss. So. Und jetzt habe ich nicht so einen weiten Kult vor mir zu der Bergstation. Was man mehr Bauchweh macht, ist nachher der Aufstieg auf die Drifthütte. Das ist, glaube ich, richtig dicke Post. Also jetzt mental anfangen vorbereiten. Komm, Kiele. Und Modi, Entschuldigung. I ho, it's home from work we go. I ho, I ho, I ho, I ho, it's home from work we go. Von der Talstation vom Gondoli mache ich mich auf den Weg ins Berner Oberland, auf Meiringen. Die Reise führt mich als sage und schreibe 6 Seen vorbei. Das Nummer 1 ist der Urnersee. Dann kommt der Vierwaldstättersee, der Alpnachersee, der Wichelsee und der Sarnersee. Als letztes fahre ich am Lummerensee entlang. Von dort geht es über den Brünig auf Meiringen in mein Hotel. Für die letzte Nacht vor einem grossen Aufstieg.
So, zum Schluss wartet noch ein happiger Brocken auf der Burki. Es hat geschneit oben drin, es ist weit. Wir gehen zu der Trifthütte. Und weil es weit ist, weil es stotzig ist, weil die Wetterverhältnisse jetzt nicht mehr wahnsinnig sommerlich sind, habe ich Hilfe. Und zwar der Bruno. Bruno, er ist Bergführer. Hey, Manu. Er ist Bergführer. Und sag mal schnell, was erwartet uns da so in den nächsten Stunden? Ja, ich rechne mit 4 Stunden Aufstieg. Und der untere Teil wird aber sein. Kein Schnee. Und im oberen Teil sind wir in so einer Seite inne. Mhm. Es ist ein weiss-blau-weisser alpiner Wanderweg, wo man aber sicher nicht der ganze sieht. Und dann haben wir mit Schnee zu rechnen auf dem Weg. Okay. Wo es vielleicht ein bisschen rutschig macht. Okay. Merci vielmals. Ja. Der Weg wäre eigentlich noch weiter. 2 Stunden sparen wir aber ein, weil wir mit dem Gondoli fahren dürfen. Nach der Triftbahn geht es zuerst auf einem normalen Wanderweg bis zur Triftbrücke. Ab dort wird es etwas anspruchsvoller bis auf zur Trifthütte. Die ist Anfangsjahr von einer Lawine stark beschädigt worden. Darum bin ich richtig gewundert, wie es dort oben jetzt aussieht. Bruno, Nicole und Duri die haben eine recht straube Zeit hinter sich. Mhm. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass die Hütte diesen Sommer aufmachen konnte. Wegen dem Geschehnis. Was hast du auf dem, wie hast du das mitbekommen? Ja, ich habe das fast nicht geglaubt, eigentlich. Weil das hier, an dem Standort, wo die Trift hätte, steht seit vielen Jahren, dass da ein Lawinenabgang wird sein wird, das hat jetzt niemand gedacht. Das ist äußerst selten an diesem Ort. Das ist sehr, also ich denke, das ist schon irgendwie, wie sagen Sie das, so ein 300-Jahre-Ereignis. Ja, tatsächlich. Ja, das hätte niemand gedacht, dass die Hütte je eins zerstört wird. Die Lawine ist Ende Januar über die Hütte donnert. Die untere ist komplett kaputt, die obere hat schwere Schäden. Das sieht schon übel aus. Ei, 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 ei. Bitter, bitter. Ja, es tut schon weh. Vor allem in der unteren Hütte, die jetzt komplett weg ist, kein Hölzchen mehr steht. Da muss sehr, sehr viel Arbeit. Herzblut reingesteckt und jetzt ist alles weg. Aber ja. Ja, es ist sehr viel Arbeit und Herzblut drin und nachher ist es so also kaputt. Hier liegen sämtliche Plättchen in alle Richtungen. Da sieht man auch die Wucht von dem Aufschlag noch sehr deutlich. Aber da hätten wir dir auch nicht so Mühe müssen geben mit Putzen letztes Mal. Und von hier an sieht man einfach, dass die Decke hinten abgesenkt ist. Da ist der dunkel. Merci, Marc. Das hat die ganze Decke, die ganze Wand. So kennt man sogar Mauerteile vom alten Gemäuer. Hat es komplett reingedrückt. Dieser Wandteil war eigentlich so umgeklappt. Für Turi und Nicole war klar, sie wollen ihr zweites Heim wieder zweckmachen für die Sommersaison. Im täuschten Winter und zum Teil mit im Föhnsturm haben sie mit freiwilligen Helfern die Hütte provisorisch geflickt. Sie probieren wirklich mit allen Möglichkeiten, hier die Bitumenbahnen zu kleben. Jetzt haben sie einen Windschutz bauen, damit sie überhaupt abflammen können. Ohne Notreparaturen hat das Wasser die Hütte nämlich komplett unbrauchbar gemacht. Auf einen letzten Drücker kurz vor Weihnachten haben es die Männer geschafft. Also, bling, bling. Ding, ding. Sonntag, merci vielmals. Sonntag. Aschi. Tschüss.
Ciao. Treue Helfer, wir haben schon, aber wir noch mal. Am Ende des Frühlings fliegen Nicole und Duri das erste Mal nach der Lawine mit ihren beiden Buben auf zur Hütte. Wenn du lieber ein bisschen drinnen spielen, aber weißt du, es geht doch für die Stube. Ich glaube, dort ist es wärmer. Mir ist es wichtig, dass das Kind meinen ersten Eindruck kennt. Weil wir kommen im Juni dann rauf und bleiben länger da. Und wir haben nicht gewusst, wie Kinder reagieren auf die kaputte Hütte. Und wie wir jetzt gemerkt haben, ist es für sie eigentlich, sind sie zur Kenntnis genommen und nicht einmal dramatisch schlimm, weil ihr Spielreich ist noch vorhanden. Unser Hüttenwartszimmer ist zwar verschoben, nicht mehr ganz alles im rechten Winkel, aber ihre Spielsachen, ihre Spielwiese, die ist vorhanden. Und außerhalb um die Hütte mit dem ganzen Krümpel ist jetzt natürlich für sie ein Abenteuerspielplatz. Aber überall Scherben. Da können wir den Scherben sammeln. Ich muss noch etwas schinken und auf die Zähne beissen, bis ich oben bin. Der Bruno hat gesagt, es dauere 4 Stunden. Aber ich kann schon mal spoilern. Natürlich nur wegen dem Filmen haben wir 7 Stunden. Nur wegen dem Filmen. Nach dem ersten steilen Stück kommen wir an einen Ort, wo mir nicht ganz geheuer ist. Ich habe nämlich Höhenangst. Ja gut, fahren wir hier bei dieser Brücke. Da sind wir. Sehr gut. Ist gut gesehen, wie lang und wie lang es ist und wie tief runter, dass es geht. Zum Glück hat es Nebel. Aber am besten stecken. Da ist rutschiger als auf den Felsen. Du. Genau, ist rutschig. Jetzt noch gegen schönen Tag noch. Schön. Da scheint Sonne. Ja, schön. Ja, ja. Sehr schön. Kaum haben wir die Brücke betreten. 100 Meter hoch ist die Brücke und 170 Meter lang. Ja, bravo. Ja. Ja. Von mir aus können wir weiterlaufen. Früher hat es da keine Brücke gebraucht. Man ist über den Gletscher gelaufen. Der ist jetzt etwa 2 Kilometer weiter hinten. So. Dann gehen wir wieder ins Tal ab jetzt, oder? Dann haben wir es geschafft. Das sieht schon geil aus mit dem Nebel. Mit dem Nebel ist es sehr speziell. Es hat noch ein Kettchen, wenn du willst. Ja, wir stecken gerade in eine Hand. Also, man darf es selbstverständlich auch drehen, wenn einem das. Ja, so geht es jetzt. Der Bruno ist nicht nur ein Top-Bergführer. Er weiss auch wirklich zu jedem Blümchen und Kräutchen am Wegrand noch irgendeine Story. Wilder Thymian. Ah ja. Du kannst gerade Tee machen draus. Den kannst du auch essen. Ah, wirklich? Aha. Sehr gut. Also wie in welcher Form? Ja. Muss ich dir das noch zeigen? Ah, schau, Tee hat es ja noch. Also, jetzt bin ich gespannt. Jetzt metzeln wir hier rein. Nein, ich sagte, das haben wir vom Grossen gelernt. Grossmutters Rezept.
Jawohl, merci dir. Aber eigentlich innen, das Fruchtfleisch. Das ist genießbar. Ja, das ist genießbar. Das heißt, das haben sie früher so einfach gegessen oder haben sie es irgendwie zubereitet? Nein, das heißt einfach, das heisst so als quasi Snack. Oder? Ach komm jetzt. Ja. Was auch nicht alles noch lernt. Hey. Ja, das kannst du da. Was kann ich jetzt? Was kannst du essen? Ja, viel Geschmack hat es nicht, aber. Ja. Ja. War fein. Aha. Wir wollen weiter. Ja. Du, wahrscheinlich ist es schon ein bisschen spät im Jahr. Im Sommer sind es dann noch etwas süß. Grusiger, Mensch. Nein, im Sommer sind sie eben noch nicht verblieben. Nein, grusig ist es nicht. Aber es hat jetzt wirklich sehr wenig Geschmack. Aber danke mir. Wir gehen. Nein, das war also grandios. Du. Das ist jetzt also eine Delikatesse. Jetzt weiss ich, wenn ich meine Kinder im Notfall in einer Wanderung genau. zwischenverpflegen kann. Oder? Genau, überleben im Gebirge. Sonne! Das ist Musik. Es ist schon noch schön, in dieser Sendung mal noch ein bisschen Sonne zu sehen. Und mir hier vor allem zu spüren auf der Haut. Ein Traum. Das ist ganz eine andere Geschichte. So. Du, wo geht es jetzt nachher durch? Ja, also jetzt sind wir eigentlich zwischen den Bergen, heisst es hier. Wir schauen jetzt dort oben, aber die Stufen auf. Und durch die Wand durch? Ja. Es sieht viel stutziger aus von hier, als das sieht. Gehen wir jetzt, ist gut. Ja. Das ist das Ziel. Ah. Das war jetzt der Rift hinten. Nehmen wir den Rest. Nehmen wir es noch. Jetzt bin ich froh, ist es fertig. Jetzt hängt es an. Jetzt merke ich es an der Pumpe. Und was ich am krassesten merke, so, wenn jetzt Müdigkeit so langsam kommt, ist das Gleichgewicht. Ja. Lädt ein bisschen an. Du musst also jeden Tritt wirklich vorsichtig setzen. Und nicht spontan wieder irgendetwas aufschauen. Dann machst du es gerade, wow! Naja. Nein, aber ich bin schon stolz. Der Reinhold Messner der hat jetzt auf dieser Höhe schon lange Sauerstoff gerannt. Wir machen das noch ohne. Ja. Auf geht's, Endspurt. Hey! Xav! Juhu! Hey, hört man schon von weitem, hört man euch schon. Guten Tag zusammen. Hoi, herzlich willkommen. Nico, danke vielmals. Ciao, Manu. Herzlich willkommen. Schön, bist du da. Danke vielmals. Danke vielmals, super Führung. Wir haben gedacht, du kommst jetzt da oben mit dem Manu auf dem Buckel, Huckepack oder so. Und nicht mehr gießen da jetzt eine Traverse. Nein. Hoi, liebe Liegestuhl. Ja, bevor ich irgendetwas anderes machen kann, muss ich jetzt einfach mal schnell absitzen und geniessen. Das ist das Panorama. Schön, gell, so süssen. Steht mir jemand in der Sonne da? Ist gerade kalt geworden. Hey, hast du nur die schauen wegen dem Liegen? Sehr gerne. Da bin ich gespannt.
Was für ein Suite, nämlich ganz exklusive Jurteli. Schön im Windschatten dahin, oder? Ja, das haben wir definitiv im Windschatten gestellt und auch noch gut angemacht. Also es hebt definitiv. Nicht, dass es mir vorluftet. Nein. Nein, Hammer. Hey. Das ist ja sensationell. Dann will ich gut schlafen. Ja, es hat noch ein bisschen Schafwolle in den Wängen, dass es nicht gefriert. Mega. Mega, das ist wunderbar. Kannst du dir das da gemütlich machen? Mach ich. Ja? Danke vielmals. Also, Wette, kannst du aussen durch oder kannst schon durchs Haus? Von Vorteil in der Nacht mit Stirnlampen, oder? Genau. Und barfuß oder so. Hast du nachher auch noch die Kneipkur gehabt? Gehen wir jetzt hier aussen durch. Das ist unser Kunststück. Das ist das super, ja, genau. Das ist das, was alles eingedruckt war wegen der Lawine, oder? Ja. Der hintere Teil. Ja. Da sieht man schon die Wucht, die das Ganze hatte. Wow! Das ist einfach so wie zusammengefallen. Ei, ei. So, und da wäre eigentlich eben der Eingang sein, im Winterraum dann zumal. Aha. Und jetzt haben wir da aus allem, was wir noch irgendwo gefunden haben, haben wir da ein WC gebastelt. Ah, sauber. Ei, ei, ei. Alles unter eigener Regie. Ja, noch so alles, was wir noch irgendwo haben gefunden, irgendwo noch wieder verwendet. Das grösste Stück Spiegel. Das Gleis, so geil. Haben wir gefunden. Und, das Brünneli hat den Tatsch zu verwünscht, aber im Großen und Ganzen. Aber das haben wir wirklich wieder verwenden. Ist das, was vorher da war? Das ist vorher da. Also gut, nicht hier. Ja. Weil wir haben ja alles abgebrochen. Und das konnten wir noch aus den Trümmern nehmen. Auch die WC haben wir noch aus den Trümmern nehmen. Und den Rest sind wir einfach Material bauen. Okay. Und hier haben wir jetzt unser Sunset Rooftop. Hier war eigentlich mal der Winterraum hier. Und da siehst du noch, wie die Lawine das Ganze wirklich verschrissen hat. Ja. Volle Wucht. Krass, ja. Aber du merkst schon, die ganze Wand, die ist nicht mehr ganz so gerade, oder? Und dann geht gegenführen. Und da ist die Lawine oben runtergekommen. Ja. Also es hat ja so eine Art einen Fels, der die Hütte müsste schützen, oder? Aber das ist einfach alles oben drüber. Ja, gell, das ist da der Rücken. Und normalerweise ist die Lawine da. Eigentlich durch den Kanu, wo man den Bach sieht, innen eben runter. Aber das war jetzt einfach zu viel Schnee gehabt und dann hat es halt drüber ausgespült. Ja. Und hier ist jetzt der Sommer über das Zelt gestanden. Wir sehen noch Bohrhaken da. Wir mussten das recht so machen, weil es dann mal hier gerade wieder ein Zimmer draus genau, gemacht. Genau, haben wir wieder den Winterraum draus gemacht. Das Zelt hat auch den Namen Winterraum bekommen. Ja. Not macht erfinderisch. Der Sommer hat heute zwar offen gehabt, weil die Lawine aber viele Schlafplätze hat kaputt gemacht hat, haben alles eine Jurte und einen Haufen Zelt aufgestellt, um mehr Gäste zu bewirten. Ja, Alia. Unser heutiger Alltag ist etwas mehr mit Deckentragen verbunden, seit wir ein Zelt haben. Und wir sind eigentlich ständig etwas am Zügeln. In die Zelt rein, aus dem Zelt raus. Je nachdem, was gerade wie viele Leute hat. Für uns ist sicher eine grössere Umstellung, dass wir nicht mehr ganz so wetterflexibel sind. Wenn jetzt Schönwetter ist, ist es eigentlich einfach. Dann sind die Zelte sehr beliebt und das ist super. Die Leute schätzen es sehr, wenn sie da nicht in einem Massenlager liegen, sondern eben in einem Zelt für sich allein. Und jetzt mit der Covid-Vorschrift ist das natürlich für uns super ideal. Aber es ist schon ein bisschen mehr Aufwand, halt die auch immer wieder einzurichten, weil man es nicht kann lassen, wenn nachher ein paar Tage schlechter Wetter ist. Und der Sommer ist bezüglich Zelteln vielleicht auch noch der zweitbeste Sommer gewesen. Wir haben relativ häufig da auch Schnee noch gehabt, da oben und mussten wirklich ein paar Mal müssen alles abbauen und wieder aufbauen. Da. Ja. Die Mühe zahlt sich aber aus. Die Gäste kommen in Scharen, trotz oder gerade wegen der speziellen Umstände.
Letzte, die oben sind, oder die letzten Schritte? Nein, nur die letzten Schritte. Herzlich willkommen in der Triffshütte. Danke schön. So, voilà. Komm. Ich finde es cool, wie sie es gemacht haben, so innovativ, verschiedenste Sachen, für einfach die Saison jetzt trotz diesen Umständen können durchzuziehen. Das ist cool. Es ist schöne frische Luft nachts. Du kannst ruhig schlafen, dich stört nichts, kein Geschnarche im Massenlager. Du hast eine Matratze, ein Lattenrost, also perfekt. Und wovor man sich eigentlich fürchtet, wenn man nachts auf Toilette muss, ist auch nicht schlimm, weil dieser Sternenhimmel so gigantisch ist, dass es dann schon wieder schön ist. Die Zelt und Jurte, die haben wirklich diesen Sommer ihre Härtetest bestanden. Also da oben auf dieser Höhe ein Sommer, der so ein Sommer ist, auszuhalten, das braucht schon einiges. Und hier haben wir jetzt eigentlich unser Zimmer. Und das ist sicher. Das ist unser Zuhause. Ja. Yeah. Schlafzimmer, Familie, Büro, Kleider, Kleiderschrank, WC, Spielplatz. Genau. Ja. Ah, das ist ein WC noch da. Ja, genau. Wir haben noch ein WC-Dusche. Und im Moment ist vor allem Lagerraum. Alle die Sachen, die wir in diesen Zelten oder Jurten hatten, sind wir einmal rein. Und schon der Sommer über, jedes Mal, wenn es geregnet hat, musst du irgendwie alles wieder reinzügeln. Und ja, zur Freude der Kinder, die jetzt hier unten so ihr Wühlspielparadies. Gell? Schön. Ja. Auf der Hütte sind ihr jetzt wie lange? Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren und jetzt aufwendig alles wieder instand gebracht nach dem Lawinenabgang. Ja. Wie geht es mit der Hütte und mit euch weiter? Ja, das ist die große Frage. Ja. Also mit der Hütte ist noch recht unsicher, wie es weitergeht. Es ist eigentlich nur offen, wie es weitergeht. Für uns steht fest, wie es weitergeht. Wir ziehen weiter auf die nächste Hütte. Woher? Ja, du bist schon gesehen dort als Nationalparkwächter. Was gibt's? Nationalpark? Was gibt es da für Hütten? Ich kann sie nicht. Was? Nein, kann ich wirklich nicht. Chamanna Gluotza. Chamanna Gluotza. Genau. Das ist die einzige Hütte im Nationalpark. Genau. Wow. Ja, da freuen wir uns riesig drauf. Das ist ein neues Kapitel. Ja. Schön. Ja. Ja, so wird eigentlich aus jedem Unglück wieder eine neue Chance. Ja. Ja. Also wir sind sehr, sehr, sehr verwurzelt hier und es hat uns mega schwer gehabt, aber es ist so viel jetzt kaputt. Wir haben so gesehen, diesen Sommer, es ist möglich gewesen, eine Sommersaison zu machen, aber halt auch mit wirklich erschwerten Umständen, ohne Warmwasser, zu wenig Strom, es ist überall alles undicht. Und, es ist eine Tropfsteinhöhle, wenn es regnet. Ja. Und das jetzt der Sommer mehr wie ein ist. Und jetzt, jetzt ist es, glaube ich, gut. Ah, das tut schon weh. Ja, es tut weh. Und es hat mich den Sommer über, jetzt mit Englisch her. Ja, Teli, ich bin da, du kannst kommen. Teli! Ja? Guck mal. Hä? Magst du mir sagen, wo du damit schlafst? Wo schlafst du? Wo ist dein Bett? Da oben, gell? Da oben. Hey, weißt du was? Der Manu kennt gar nicht den Weg ins Bett. Musst du ihm mal zeigen, wie du dort aufklettern willst? Zeig mal. Zeig mal, wie du ins Bett gehst. Was? Nein! Das gibt's ja nicht. Besser als jeder Kletter. So, und jetzt nachmachen. Ja, also gut. Jetzt ist krach, krach, krach. Und auch oben wieder so. Leck mir! So cool! Und wir halten euch hier auf. Hä? Kann man gehen kochen, Till? Nee. Nee.
Am Abend während der Nacht habe ich noch ein Schöppchen gefasst. Ich soll den Leo und den Till ein bisschen bespassen, während dem in der Küche so richtig was los ist. Ja, das ist gut. Mal schauen, ob es klappt. Ich tue jetzt den 2 Franken ganz fest an meinem Arm reiben, dass er verschwindet. Ist gut? Hä? Das ist echt. Reiben, ganz fest und jetzt ist er fort. Nona! Ja, nein! Ich habe gelernt, ich habe zu kalte Hände. So, es gibt etwas Saft. Ja, schön. Guten Mittag. Jetzt hat es, glaube ich, geklappt. Fokus, Fokus. Weg ist. Nein! Ist genug? Mehr als egal. Oh. Weg ist er? Weg ist er? Ah, oh, klar, jetzt habe ich es. So ist es gut. Ist es cool, wenn der Mann noch da ist? Juhu! Wie gut, dass ihr Papa sein wird. Trifft zeigt sich am Saisonende weit über dem Hochnebel noch mal von der allerschönsten Seite. Das sieht ja unfassbar aus. He? Das ist crazy. In einer Mondlandschaft. Ja, ich kann nachvollziehen, dass sie von da nicht gerne weggehen. Es ist ein magischer Spot. Da kommst du wirklich kein klein vor. So als Mensch. Boah. Ist ein wenig kalt hier drin. Gute Nacht. Hey, was hier? Das war mein Zuhause für diese Nacht. Mega schön. Ein kalter Nasenspitz. Aber sonst, also tiptop warm eingepackt. Und jetzt geht's auf den Gletscher. Ich darf mal auf den Gletscher schauen. Ich habe gesunden Respekt, wenn nicht schon fast ein bisschen Schiss vor Gletscherspalten und so. Aber ich freue mich jetzt mega, das mit ihm anzuschauen. Tschüss. So, also, kann man in die Hand gehen. Und aufpassen. Das ist jetzt rutschig, gell? Das ist Eis auf dem Weg. Da müssen wir auf einer Fahrt. Sagst du, ich etwas helfen kann, gell? Ja, ja. Mit den Buben. Ja, ja. Arbeit's so. Gut. Ciao. Passt gut auf den Mann auf. Ja, das ist schließlich der Unerfahrenste. Hä? Ich bin schließlich genau. Der Unerfahrenste. Ja, du immer nicht auch durchlaufen, wo auch nicht. Ja. Snowies machen regelmässig Ausflüge zum Gletscher mit ihren Kindern. Und jetzt darf ich mit. Auch dank dem, dass der Bruno, mein Bergführer, immer noch da ist. Auf den Gletscher sieht man nämlich nicht einfach so. Vor allem nicht als Parterre-Schweizer, wie ich einer bin. Ja, ein Störli, ein Mini da. Ein Mini da. Leo, komm zu uns. Leo, komm zu uns. Wow. Wow. Der Gletschertor. Ja, weil irgendwo fließt das Wasser aus dem Gletscher raus. Und das ist rein vom Temperaturunterschied, den das Wasser hat und das Gletscher ist. Gibt es das eigentlich? Ja. Sorry. Ist gut. Ist, Jetzt könntest du geschwind zwischen die Beine greifen. Ja. Das kannst du selber machen. Ja, was? Die Bändel hier vielleicht nicht. Genau. So. Genau. Ist gut. Also, jetzt könntest du hier vorne rein.
tun wir hier ein Kerbel hinterher. Dann kann man hier zuerst vortirchen. Eigentlich sehr simpel. Die beiden Ringe. Das ist so ein kleines Kniebel. So. Bitte sehr. Dankeschön. Einmal das Gefühl von einem Hund, der alleine ist. Ja, sehr. Hast du die roten Säckchen dabei? Ihr könnt immer noch beim Wettbewerb mitmachen und Preise im Gesamtwert von 5'000 Franken gewinnen. Einfach anrufen auf 0901 544 911 für einen Franken 20 oder gratis mit dem Handy im Internet. Unter allen Teilnahmen verlosen wir 5 Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1'000 Franken. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Ende der Sendung auf srf.ch. Es ist magisch. Für den Duri und Kids ein Spaziergang. Für mich ein absolutes neuartiges Highlight. Und der Bruno will mich gerade noch ein bisschen fordern. Also Bruno, mit einem geübteren Gast im Seil. Ja. Würdest du jetzt über das Gerät lieber laufen dort? Ja, das ist kein Problem. Ja, aber das ist ja fast ein Seiltanz. Das ist so schmal. Ja, das ist ein Seiltanz. Ich tue dich hier kurz haben. Schön hinter mir. Jeden Schritt quasi, jetzt Schritt. Ja, aber schau mal, wie schmal das dort vorne ist. Ja, aber. Wenn das Gleichgewicht ein bisschen drein verliert, dann hängen nachher beide. Das Vertrauen muss man als Bergführer einfach in Gast haben. Das Vertrauen kann ich dir leider nicht schenken. Was? Nein, ich meine. Ich habe es umgekehrt gemeint. Du kannst mir so nicht vertrauen. Warum nicht? Dass ich hier da das Gleichgewicht behalte. Du nur mit dem Pickel, weißt du, so ein bisschen breiter machen und putzen zuerst. Nein. Nicht? Nein, lieber nicht. Also. Der ist mir zu schmal. Dann lassen wir das lassen. Ja, sicher. Ja, ja. Okay, der Burki hat kalte Füße bekommen. Aber für mich ist das auch schon genug Nervenkitzel. Hey! Super! Haben wir es geschafft? Klasse gemacht. Hast du super gesichert, Leo. Klasse. Hey Bruno, danke vielmal. Ja, gerne. Für uns dabei sein. Und ich habe mega gerne deine Antworten gelost. Und deine Erfahrung mitbekommen. Und du weißt, merci. Mein persönlicher Highlight. Die kulinarische Symphonie ist gut. Von dem silberdistlichen Fruchtfleisch. Genau. Das wird ja also noch weit mit in mein Leben raustragen. Mhm. Danke vielmals. Aber es wird mir auch noch weit raus. Verfolgen! Danke vielmals, gell? Hey, merci dir mega vielmals. Mega. Ja. Können wir uns noch entseilen, ist gut? Ja, wir werden uns entseilen. Da düster los, unsere Berggeiss in Blau. Die Gelegenheit für mich, noch etwas Zeit auf der Hütte zu verbringen. Mit der Nicole und dem Turi. Die Lawine ist nämlich nicht die einzige Herausforderung, die beiden haben meistern mussten. Was ist denn los da? Schau mal. Tschüss. Tschüss, Leo. Tschüss, Leo. Ciao, ciao. Vor 2 Jahren hat der Duri die Diagnose Hautkrebs bekommen. Auch während der Hüttensaison musste er darum regelmässig ins Tal zur Immuntherapie. Immerhin konnte der Duri aber dank seinem Hobby runterfliegen. Auf Therapie bin ich nie aufgeregt, weil das ist, ja, ist jetzt eigentlich zum Glück immer unkompliziert verlaufen. Jetzt bin ich eher aufgeregt, wie das Wetter sich entwickelt. Also momentan sieht es recht gut aus. Ich hoffe, dass es so bleibt. Und das nächste ist dann, wie wird die Landung? Schau, hast du gesehen, der Papi kommt jetzt vielleicht gleich. Hoffen wir, dass es klappt.
Tag. Mach's gut. Tschüss. Zur Feier von ihrem 10. Jahrestag machen Nicole und der Turi mit den Kindern einen Ausflug. Die beiden gehen durch dick und dünn. Dabei hat es beim Lernen kennen nicht gerade auf Anhieb geklappt. Der Turi war, glaube ich, beharrlich genug. Ich glaube, ich wollte dann gar keine Liaison. Und der Turi jetzt, ist beharrlich genug. Ja, ich habe nur eine Kletterpartnerin braucht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt haben wir noch zwei kleine Knuffis. Und dann? Und dann haben wir zuerst Drifthütte bekommen. Und die haben alles aufgegeben in Bern. Wir machen ganz etwas anderes. Und plötzlich ist der Leo gekommen. Und dann ist der Tilana gekommen. Ja. Im Moment haben wir jetzt so ein paar Hürden, die uns das Leben als Aufgabe gestellt hat. Sei es jetzt mit Turis Krankheit, sei es aber auch mit der Hütte jetzt. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Es ist ja nicht immer nur Sonnenschein und alles Halleluja. Ja, für mich ist es natürlich Gold wert, wenn Nicole da so super großes Verständnis hat und ja, mit mir eigentlich die Krankheitsgeschichten durchmacht und durchsteht und, sage ich mal, nicht das Hand durchwirft, weil es ist ja doch eine Beeinträchtigung vom ganzen Familienleben, so ein Krankheitsverlauf. Und jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht, wie lange das noch so läuft und ob es irgendwann wieder besser geht. Ja, ich glaube, es geht ja schon deutlich besser als am Anfang. Und von dem her, ich sehe das so positiv. Es geht immer aufwärts und ich glaube, das kommt schon gut. Ja. Deine Gesundheit, Turi, wie geht es dir? Ja, sage mal, der Umstände entsprechend gut, sage ich immer. Also die Therapie, die ich mache, die Immuntherapie, die hat bei mir angeschlagen. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Bin ich sehr froh, dass es so funktioniert. Wenn alles gut läuft, ja, kann es sogar sein, wird noch einen Unterbruch von der Immuntherapie versuchen, weiterhin beobachten und also ich habe das Gefühl, es geht dann wieder mehr und mehr bergauf. Ja, also du strahlst einmal. Also ich staune, du hast eine Lebensenergie, die du ausstrahlst. Das hilft den meisten. Und wahrscheinlich auch eine starke Partnerin, ja, oder? Klar, ja. Die Kinder. Ja. Ja. Aber gleich jetzt die Therapie, das hat auch Nebenwirkungen. Ja, nehme ich schon. Wie hast du das gespürt oder gemerkt? Es macht sich unterschiedlichste Arten bemerkbar. Also ich bin nicht mehr so belastungsfähig wie auch schon. Bin mehr müde, ziehe mich mehr zurück. Nicole übernimmt mehr durch das, hat sie mehr am Rotieren. Ich habe mehr Front und im Hintergrund. Ja. Sicher so, ja. Mit den Jungs auf den Gletscher zum Beispiel. Ja. Dann kann ich mich aus dem Getümmel rausnehmen und mit den Jungs unterwegs sein. Und dann sind die zufrieden, ich bin zufrieden. Nicole kann den Laden schmeißen. Da. Ist für euch nie ein Thema gewesen, das Hüttenleben aufzugeben? Wir haben beide einen anderen Beruf. Ja. Man könnte sich auch sagen, du kommst den ganzen Stress mit Naturkraft und mit möglichen Gefahren. Und so. Komm, jetzt lassen wir das mal hinter uns. Nein, von mir nie. Wir haben es keine Minuten bereut, trotz allen Widrigkeiten. Nein, es gibt so viel. Weißt? Du machst ja heute war es Job nicht, weil du so wahnsinnig gerne abwäschst. Oder irgendwie gehst du Betten machen am Morgen und die dreckigen Socken aus dem Bett ritzen ziehst. Es ist, ich glaube, die Faszination ist das Ganze, oder? Die Leute, die kommen, die auch dürfen zu begeistern, ja, von dieser Bergwelt, von diesem Leben da oben auch, und auch die Dankbarkeit von all diesen Leuten, die kommen, wir haben. Die ganzen Helfer, die wir haben, die uns unterstützen. Eigentlich fast nie schlechte Laune oder Leute, die missmutig sind. Es ist eigentlich immer sehr viel Zufriedenheit da. Und ich glaube, das macht es aus, dass man halt manchmal schon durchbeisst und sagt, oh ja, jetzt hast du parat gemacht und es wäre alles ready und du freust dich auf gestern und dann schlägt das Wetter um und dann kann niemand kommen. Gehört irgendwie dazu, aber so Tage wie heute, bei diesem Traumwetter, einfach auch dürfen da sein und die Leute dürfen zu empfangen. Und das ist alle Mühe wert. Und das möchte ich, glaube ich, nicht tauschen. Schön, das ist wirklich eine Leidenschaft bei euch. Ja. Also ich war jetzt ja zwei Tage hier bei euch oben und ich kann es so nachvollziehen.
was für eine Leidenschaft ihr für diese Hütte da entwickelt habt in den letzten Jahren. Und es ist ja eigentlich wirklich ein bisschen eine Sünde, dass man jetzt das auf unbestimmte Zeit stilllegen da oben. Und trotzdem gilt es, Abschied zu nehmen jetzt für euch. Und ich glaube, ihr schaut recht optimistisch und motiviert in die Zukunft. Ist das richtig? Das ist ganz genau so. Also wir suchen aus jedem Problem, suchen wir nicht das Problem, sondern wir suchen die Lösung und sehen das Positive, was sich daraus ergibt. Und für uns ist es jetzt eine neue Hütte, eine neue Challenge, eine neue Herausforderung, ein Neubeginn. Und auf das freuen wir uns riesig. Mhm. Während die Familie Naue also in die Gluotsa-Hütte ins Bündnerland weiterzieht, bleibt die Trifthütte zu, bis auf unbestimmte Zeit. Sündhaft schade, würde ich meinen, weil dieser Ort hier oben ist richtig magisch. Ich bin der letzte Gast dieser Saison in der Jurte. Das Naues bauen sie schon fast unter meinem Füttle weg. Links rufen. Oh, da kommen die Schwerarbeiter. Okay. Hey. Kann ich mitbringen? So. Ja. Das ist ein Krampfer. Tschüss. Hä? Hey. Tschüss. Till, gell, du bist der Till. Entschuldigung, Leo. Ich kann euch manchmal fast nicht unterscheiden. Was ist los mit dir? Bist du? Duri, wir gehen wieder. Wir gehen ins Tal ab. So. Danke. Hey, viel cool, Mann. Bist du da gewesen. Und ganz einen guten Abschluss noch. Merci vielmals mit der super Hilfe. Und viel, alles Gute mit der Gesundheit. Ja, danke. Gell? Und guten Abstieg. Hab's auch danke vielmals. Danke. Riesig, tschüss, Nicole. Ja. Hey, danke, tschüss. Merci vielmals. Es war mega cool. Es hat mich sehr gefreut. Dich da zu haben und bei diesem tollen Wetter dürfen. Noch so ein bisschen mit dir den Abschluss hier feiern. Ihr habt uns, mit dem Panorama und dem Wetter also wirklich einen Hammerabschluss beschert für diese Sendung. Ja, aber es ist auch geil für uns ein riesen Abschluss. Jetzt machen wir hier noch den Jurtenabbau. Das war wirklich so das letzte grosse Wochenende. Jetzt. Und, Till und Leo, kommen wir dir noch winken? Manu? So. Hey, tschüss! Tschüss miteinander! Hab's gut, ciao. Komm gut an! Die Sonnenbrille noch anlegen. Tschüss! Ade, hab's gut! Ciao, Leo! Ciao, Till! Ciao! Tschüss! Er wollte den Händchen holen. Jetzt geht's ins Ende. Heute Woche vom Städter Burki. Eine Woche lang unterwegs gsi, bei Schnee, Regen, Wind und zum Glück am Schluss auch noch ein bisschen Sonnenschein. Und vor allem habe ich einen Haufen spannende und liebevolle Menschen getroffen da auf der Hütte. Jetzt freue ich mich aber gleich wieder runter ins Tal zu gehen. Und am meisten freue ich mich auf eine warme WC-Brille. Schön, sind ihr dabei gsi und ganz einen schönen Abend. Tschüss zusammen! Grüezi miteinander. Wenn ihr weitere Folgen von «Heute Geschichten Spezial» sehen wollt, gibt es das hier. Und generell Spannendes aus der Welt, SRF Play, gibt es hier. SRF bei den Leuten mit. Aus der Region, für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig. La 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 la.